en un blog. Muchas gracias. So, jetzt sind wir auf dem Pozo de las Nieves angekommen. Auf den Bergen oben ist es meistens 10 bis 12 Grad kälter. Und wenn man hier eine Weile bleiben möchte, dann muss man sich warm anziehen. Hier deponieren. Ich glaube, es ist ein bisschen. Was hier jetzt zu tun? Das ist jetzt die Belohnung für die Anstrengung, nach 4,5 Stunden von Puerto Morgane 46 Kilometer hier hoch auf den höchsten Gipfel der Insel Gran Canaria. Ich heiße Susanne Rau. Ich bin nicht Radsportlerin, wie man vielleicht dem Outfit entnehmen könnte, sondern ich bin Professorin für Geschichte an der Universität Erfurt, aber mit einer speziellen Denomination. Es geht um die Geschichte und Kulturen der Räume in der Neuzeit. Also eigentlich mit dem, was die Geografen auch machen, nur dass es mehr in die Zeit zurückgeht. Dieser Platz hier, das ist sehr konkret gesprochen der Pozo de las Nieves, oder die Spitze wäre der Pico de las Nieves auf der Insel Gran Canaria, also vor der afrikanischen Küste gelegen, mitten im Atlantik. In diese Richtung betrachtet gibt es eine Nachbarinsel, die heißt Teneriffa. In die andere Richtung haben wir Fuerteventura. Und dann ist es auch schon gar nicht mehr weit bis nach Afrika. Das wäre die geografische Erklärung für diesen Ort. Aber wir werden gleich noch sehen, dass das nicht die einzige Erklärung ist für Örtlichkeiten. Es gibt auch Erklärungen, die haben mehr mit den Erlebnissen der Menschen zu tun, und sie haben auch mit der vergangenen Erfahrung zu tun, die also Menschen, die hier vor über 500 Jahren gelebt haben, mit diesem Ort verbinden. Sie hätten das sicherlich in anderen Worten beschrieben. Musik.
erzählt habe, das ist im Grunde genommen hat eine metaphorische oder eine allegorische Funktion, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen werde. Zunächst einmal etwas simpel anzufangen, geografisch gesehen. Es ist ein Ort, ein Gipfel, den es in der vergleichbaren Art, also als Typ, als Art von Ort, noch mehrfach auf der Welt gibt. Das ist einer der Orte, an die ich gerne gehe. Das sind Pässe und das sind Berggipfel und das am liebsten mit dem Fahrrad, das ich, wie man gesehen hat, ja auch mitgebracht habe. Es gibt Orte auf anderen Inseln natürlich, der Teide auf Teneriffa, der ist über 3000 Meter hoch, der ist für diese Jahreszeit noch schwer zu erklimmen mit dem Fahrrad, weil es dort noch Schnee gibt. Es gibt andere Orte, die man als Fahrradfahrer besucht. In Europa sind das vor allem die Pässe in den Alpen, also in der Schweiz oder in Frankreich, der Galibier, Alp d'Huez, der Col de l'Iseran, das sind vielleicht ein paar Pässe, die einem sonst bekannt sind. Er wird in der Radfahrerwelt wird dieser Pico de las Nieves häufig auch mit dem Col du Tourmalet oder mit dem Angliru in Asturien in Spanien verglichen. Also das sind aber eben auch, wie man schon sieht, es sind anspruchsvolle Gipfel. Es ist etwas, was man nicht ohne Training und ohne Vorbereitung machen kann. Dazu komme ich auch gleich noch, darauf komme ich auch gleich noch zu sprechen. Der Punkt nämlich ist, dass man, um auf diese Gipfel zu kommen, sich sowohl der Umwelt anpassen muss, als auch seinem Körper bzw. den Körper entsprechend vorbereiten muss, trainieren muss. Wir haben in Europa jetzt Winter, in der Regel schläft der Körper etwas, man ist weniger trainiert. Das heißt also, man kann auch im Ende Februar, Anfang März nicht ohne weiteres an einem Tag hier hochfahren, sondern man muss sich an die Höhe akklimatisieren, wie man sich an viele Orte in der Welt eigentlich erst anpassen muss, auch an soziale Welten. Und das ist so ein Punkt. Also gehen wir nochmal auf den Punkt der Umwelt ein. Die Umwelt heißt, man muss das Gelände studieren, man muss sich eine Karte nehmen zuvor, man muss sich vorbereiten. Man kann nicht 46 Kilometer sozusagen unvorbereitet, ohne sich vorher den Weg gesucht zu haben, auf diesen Pico kommen. Man hat dafür, das hat die Geschichte der Kartografie erfunden, ja. Also man hat dafür Werkzeuge wie die Karte, man kann Kompasse benutzen, man kann sich an der Sonne orientieren, man muss auf die Windverhältnisse aufpassen. Und wenn man diese Dinge, diese Techniken ein wenig beherrscht, dann hat man die besten Voraussetzungen, um auf solch einen Pass zu kommen. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich auch auf diese eher metaphorische Bedeutung dieses Ortes, dieser Orte, wie sie die Gipfel und die Pässe darstellen, zu sprechen kommen kann. Es ist nicht mein, es gehört nicht zu meinen primären wissenschaftlichen Untersuchungsobjekten. Also ich habe kein Forschungsprojekt über den Pico de las Nieves, aber es ist eine Art, auch insbesondere Wissenschaft zu verstehen und zu erklären, weil wir dort auch auf unsere Umwelt angewiesen sind. Wissenschaft geht nicht ohne Umwelt, wie man manchmal vielleicht
glauben möchte, dass das der freie Geist sei, der sich unter freiem Himmel entwickelt. Man muss sich an die sozialen und akademischen Gepflogenheiten anpassen. Man ist natürlich abhängig von wissenschaftspolitischen Entscheidungen, von Budgetfragen und von der Jahreszeit im Sinne einer Saison. Es gibt auch in der Wissenschaft gewisse Saisonalitäten, Perioden, Deadlines, zu denen man einreichen kann und zu anderen eben nicht. Und an die muss man sich sehr genau halten. Wenn man die um eine Minute verpasst nur, dann schafft man es nicht. Und das ist hier vergleichbar. Wenn man sich nicht auf diese Umwelt einlässt, dann wird man diesen Berg nicht erklimmen. Zumindest nicht mit einem Rennrad. Der körperliche Aspekt, der beim Fahrradfahren sehr wichtig ist, der ist auch in der Wissenschaft vorhanden. Insofern man Methoden benötigt, man braucht auch dort ein gewisses Training, man braucht eine Ausbildung, man muss diese Dinge auch ständig repetieren, sie sind nicht ein für alle Mal da, man muss im Grunde genommen sich auch an jede neue Situation, an jeden neuen Pico, und das wäre symbolisch gesprochen ja das wissenschaftliche Ziel, das man hat, das Projekt, das man formuliert, an das muss man sich anpassen. Also das ist im Grunde genommen für mich eine Art, auch mit der Wissenschaft umzugehen. Sie im Grunde genommen als eine sehr anstrengende Disziplin körperlich, aber auf eine andere Art und Weise zu erfahren, weil dort eben auch manchmal Dinge schwer sind, weil man zäh sein muss, weil man sich durchbeißen muss, weil man zwischendurch eine Pause machen muss und einmal trinken muss, damit man wieder zu neuen Kräften, zu neuer Energie kommt und weitermachen muss. Und das gehört einfach auch dazu, denn das ist, wie schon gesagt, eben nicht immer einfach, und man muss diese soziale Komponenten mit berücksichtigen. Dann hat man es, glaube ich, auch einfacher und kann es auch sozusagen sportlich kompetitiv sehen und muss es nicht als Strafe des Schicksals oder wie man das auch immer häufig in einer Frustration dann auch deuten mag. Die Frage, ob mich diese Art, mit den Orten umzugehen, ob die meine Wissenschaft beeinflussen kann, die kann man direkt und indirekt schon auch mit Ja beantworten. Zum einen gibt es auch andere Orte, die auch in meiner Wissenschaft eine Rolle spielen, die ich, und so, ich glaube, so kann ich sagen, so war ich schon immer, so war ich schon als Studentin, die ich mit eigenen Füßen oder mit dem Fahrrad betreten haben muss. Es ist für mich ganz wichtig, die Orte, über die ich forsche, zu erkunden, selbst auch wenn ich Historikerin bin und wenn das natürlich nicht mehr derselbe Ort ist. Aber ich muss eine körperliche und geistige, visuelle Verbundenheit mit einem Ort haben, dann bin ich sehr viel vertrauter und kann mit dem forschen. Das ist eine gewissermaßen essentielle Voraussetzung für mein Forschen, dass man nicht gewissermaßen so in einem Buch zur Anleitung von historisch-geografischen Forschungen lesen kann. Das wird man nicht so an der Universität lernen, aber ich habe es für mich einfach als
die beste Art und Weise entdeckt. Das, die andere unmittelbarere Art ist gewissermaßen die, also wie beeinflusst so ein Berg die Forschungen. Es hat etwas mit Momenten zu tun, in denen man wieder Kraft schöpfen kann und in denen man auch wieder weitermachen kann. Also das ist mehr diese Erfahrung. Einmal gewissermaßen raus aus dieser Welt der konkreten wissenschaftlichen Arbeiten, einmal auf den Berg hochsteigen und es geht wieder weiter. Das ist ein Punkt, den man an bestimmten Stellen finden muss, denn sonst kann es auch passieren, dass man unterwegs aufgibt. Und das Ziel eines Fahrradfahrers ist es ja, niemals aufzugeben, sondern seine Kondition immer so weit so zu dosieren, dass man hier oben ankommt. Seitdem ich mich mit Räumen beschäftige, also ich hoffe, tue den Geografen jetzt nicht unrecht, aber ich würde denken, grob gesagt, ist das ursprüngliche Terrain der Geografen. Denkt man an Geografen des 19. Jahrhunderts, denken wir an den deutschen Alexander von Humboldt oder andere Größen, dann ist das sozusagen das Territorium, dann sind es die Berge, sicherlich auch die Seen. Es ging im 19. Jahrhundert stark darum, diese Berge zu vermessen, aber um sie vermessen zu können, da man das nicht mit GPS und Flugzeugen machen konnte, musste man sie eben selbst erklimmen. Ja? Also insofern ist das schon auch eine Art, wie man vor 150 Jahren Geografie betrieben hat. Für die Forschungen heute, die, sagen wir, Humangeografen, Sozialgeografen machen, aber eben auch die historische Geografen oder Historiker, die sich mit Räumlichkeiten beschäftigen, ist es so, dass man diese Berge eben nicht mehr nur hinsichtlich ihrer Höhe oder, also wir sind hier übrigens auf 1950 Meter Höhe, aber das ist nicht die einzige Definition heute eines Berges, sondern wir interessieren uns sehr viel mehr mit dem, was unter anderem Michel de Certeau als Aneignung bezeichnet hat, Appropriation. Also, was machen die Menschen eigentlich mit so einem Berg? Heute werden diese Berge von einer kleinen Radfahrerzunft erklommen und sie sind so etwas für die in der so säkularisierten Welt, das ist ein heiliger Berg für die Radfahrer. Hier muss man gewesen sein, wie man auf dem Galibier auch gewesen sein muss eines Tages oder auf dem Stelvio. Er hat für die Tourismusbranche Gran Canarias natürlich auch eine große Bedeutung. Es ist so etwas wie das Wahrzeichen dieser Insel, dass dieser Pico kann vermarktet werden. Und wenn man hier über den kleinen Hügel noch schaut, da sieht man auch dass, den Zaun des Militärgeländes. Also dieser Berg hat auch im weitesten Sinne militärische oder Verteidigungsfunktionen. Das, was man als Historiker mit diesem Berg und wie die Menschen in früheren Zeiten damit umgegangen sind, noch entdecken kann, das ist
dass dieser Berg tatsächlich nicht in einem säkularisierten, sondern in einem sehr religiösen Sinn ein heiliger Berg gewesen ist. Weil die Guanchen, die hier früher gelebt haben, bevor die katholischen Evangelisatoren und die Kolonialisten gekommen sind, weil sie auch eine Religion hier gelebt haben, den Roque Nublo und den Roque Bentayga, den man in die andere Richtung hier noch sieht. Das sind Basaltsteine, die im Zuge der Inselbildung, die ja, das ist ja eine Vulkaninsel entstanden ist, aber das waren für sie heilige Steine. Und unter dem Roque Bentayga gibt es auch Spuren von Kultstätten. Ja, und das ist sozusagen daran, das wird heute nicht mehr so gelebt, weil diese Zivilisation nicht mehr vorhanden ist, weil sie ausgestorben bzw. ausgerottet worden ist. Aber man sieht, dass, dass es eben eine Zeit gab, vor 500 Jahren und noch weiter zurück, in der diese Berge eine sakrale Funktion hatten. Und das sind die Dinge, die mich als Historikerin auch in anderen Feldern interessieren. Also wir haben dafür den Begriff der Multifunktionalität der Orte geprägt, weil wir festgestellt haben, dass es eben auf die Betrachtungsweisen und auf die Praktiken, auf die Umgangsweisen ankommt, die man mit so einem Stück erhobener Erde machen kann. Und das ist das Interessante im Hinblick auf Erforschungen der Räumlichkeit, auch Räumlichkeiten historischer Gesellschaften. Ob mir dieser Berg hilft, die Welt anders zu denken? Ja, also es ist, glaube ich, kein Geheimnis, auch für viele Wanderer, dass wenn man Berge besteigt, dass man die Welt anders sieht. Und das Interessante dabei ist, und das erfährt man insbesondere, wenn man die Serpentinen hochfährt, das ist, in jeder Kurve sieht man die Welt anders. Man hat einen anderen Blick auf die Täler, auf die Schluchten, die man sieht. Fährt man um den Berg herum, hat man den Blick auf eine ganz andere Himmelsrichtung. Also das ist wieder im Grunde genommen das, was man auch nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch für allgemein für das Leben mitnehmen kann. Dass es immer von der Perspektive abhängt, wie man die Dinge betrachtet. Und je höher man kommt, umso weiter kann man schauen. Das ist etwas Gutes. Aber der Punkt, der Nachteil ist andererseits, man entfernt sich natürlich auch immer weiter von den Dingen. Also man zoomt das ja aus alles. Und die Dinge, die man im Tal sieht, die werden sehr, sehr klein. Aber sie werden dadurch auch in gewisser Weise unwichtiger in dem Moment. Und man kann sich hier auf sich selbst und auf den Berg konzentrieren. Und die Zeit, der Raum und die Zeit. Wenn wir bei dem Berg anfangen, dann hat er für mich mehrere Verbindungen unterschiedlicher Art jeweils zu dem Thema Zeit. Zunächst ist es eine Frage der Jahreszeit, was die in den südeuropäischen Sprachen ja auch mit Le Temps ausgedrückt wird. Also die Zeit Le Temps und das Wetter Le Temps. Das spielt eine entscheidende Rolle. Das ist auch der Grund, weshalb wir jetzt Ende Februar hier sind und nicht auf dem Col de l'Iseran,
weil dort nämlich ziemlich viel Schnee liegt und man nicht mal hochfahren darf. Also es hat immer eine gewisse Verbindung mit dem Zeit. Das gilt vielleicht nicht für jeden Ort in der Welt, auf dem man sein kann, aber für die Gipfel, für die Berggipfel gilt das schon. Die zweite Komponente ist die, dass man eine gewisse Zeit benötigt, um auf diesen Berg zu kommen. Also das ist die Dauer, die man veranschlagen muss, um hochzukommen. Das kann man auch nur machen, wenn man am, so wie wir das heute Morgen gemacht haben, um 8 Uhr am Hafen in Puerto Mogán losgefahren sind, dann geht das, weil man diese 4 Stunden hier hoch benötigt oder 4,5. Wenn man erst abends fahren würde, würde man das nicht schaffen, zumindest nicht bei Helligkeit. Es hat eine weitere Funktion mit der Zeit. Der Gipfel, wie man hier merkt, hier ist es ziemlich kalt. Das heißt auch, es ist natürlich eine Frage der Kleidung und der körperlichen Kondition, aber man kann hier auch nicht sehr lange verweilen. Man muss, wenn man oben ist, nach einer bestimmten Zeit auch wieder umdrehen. Das heißt, man muss sozusagen die Rückfahrt, die Retour oder die Weiterfahrt, wenn es Möglichkeiten gäbe, auf der einer anderen Seite hinunterzufahren, was hier nicht der Fall ist. Und wiederum kommt eine historische Komponente herein, weil man, wie ich vorhin schon angedeutet habe, im Zusammenhang mit dem Thema der Praktiken und der Aneignungen, wir sehen hier ja noch gewisse Spuren von Nutzungen, auch von historischen Nutzungen. Nicht sehr weit von hier gibt es diesen Brunnen, von dem ich jetzt nicht genau weiß, aus welcher Zeit er stammt, aber es ist eine archäologische Ausgrabung, das heißt, hier gibt es Spuren von Zivilisation. Also heißt, sind Indizien dafür, dass ich selbst, und das mag zunächst vielleicht etwas überraschen, ist es dann aber nicht, aber dass ich selbst eine geografische Formation, eine Erdformation wie ein doch relativ stabil. Voilà. Also, wir waren bei der Zeit. Ich sagte eben, es gibt hier Spuren historischer Zeit. Archäologische Funde, dieser rekonstruierte Brunnen, der sich hier befindet, das sind Zeichen dafür, dass sich selbst eine Erdformation, die zunächst sehr stabil erscheint, die so etwas, man sagt ja auch, etwas ist felsenfest, aber selbst ein Felsen ändert sich. Das heißt, hier kommt, das ist zwar eine lange Dauer, das sind Jahrhunderte, aber beziehungsweise Jahrtausende, wenn man zurückdenkt, dass das eine vulkanische Formation ist. Aber daran, an diesen Spuren sieht man, dass sich auch Räume verändern. Und das ist eine sehr wichtige Einsicht der Sozialwissenschaften, die sich mit Räumlichkeiten beschäftigen. Der Raum ist eigentlich unumgänglich für Sozialwissenschaften, sei es für die Soziologie, für die Geografie, für die Geschichte. So vor nicht allzu langer Zeit entdecken selbst Juristen, dass der Raum eine besondere Bedeutung hat.
Für mich ist es, ist der Raum deshalb wichtig, weil man im Grunde genommen die Komplexität der Gesellschaft daran sehr gut studieren kann. Es ist eigentlich eine Art der Erklärung von übereinander lagernden Schichten, wie sie sozial gewissermaßen auch vorhanden sind, aber wenn man sie nicht räumlich umschreibt, glaube ich, ist es schlichtweg auch schwerer zu verstehen, wie Sozialität geht sozusagen nicht ohne Räumlichkeit. Daran merkt man es ja selbst. Man muss sich ja nur selbst beim Reden beobachten. Es gibt ja kaum einen Satz, in dem wir nicht selbst eine lokative Bestimmung vornehmen. Das heißt, unsere ganze Identität im sehr weiten Sinne, wo wir sind, was wir tun, was wir machen wollen, alles hat mit Räumlichkeit zu tun. In diesen Dingen fängt es eigentlich an. So etwas merkt man bei allen Alltagssituationen, wie wichtig eigentlich räumliche Bestimmungen sind. Die Raumwissenschaften helfen uns dabei, jedenfalls die moderneren Raumwissenschaften sozusagen, die sich auch soziologisch inspiriert haben, die zeigen uns, dass es nicht nur einen Typ von Raum gibt. Und das ist mir sehr wichtig. Also, dass man sehr schnell differenzieren lernt und sagt, welchen Raum wir eigentlich meinen. Es gibt ja ganz gewiss die Grundunterscheidung von Orten als vielleicht eher etwas Punktuelles. Es gibt die Linien, wie die Wege, wie auch die Fahrradwege, die man zurücklegt, um von einem Punkt auf den anderen zu kommen. Es gibt die Regionen als mittelgroße oder Mesoräume. Es gibt Großräume wie Kontinente und so weiter, wie die Meere. Und es gibt dann Formationen, die sich eher netzwerkartig erklären lassen, die also mit intermediären Verbindungen, insbesondere in der modernen Kommunikationsgesellschaft, zu tun haben und die dann Netze oder netzwerkartige Gebilde sind. Also das wären so Grundunterscheidungen, aber ich hatte vorhin ja schon auch den Begriff der Appropriation oder Aneignung eingeführt. Es geht also immer auch darum, wie Menschen oder Menschengruppen mit diesen Räumen umgehen. Und das bringt nochmal eine andere Perspektive, was man mit diesen Räumen macht, wie man sie betritt, welche Kommunikationsmedien man nutzt, welche Transportmittel man nutzt, um irgendwo zu sein oder sich zurück fortzubewegen. Das wären Differenzierungen, die man zunächst einmal mitdenken muss, wenn man sagt, der Raum ist wichtig, weil nur der Raum, das würde zu einer Verabsolutierung führen. Und das ist auch noch der Fall, wenn man dabei die Zeit vergisst. Weil eigentlich kann man einen Raum fast gar nicht ohne Zeit betrachten. Oder vielmehr ist es dann lebensweltlich relativ unwichtig. Also man kann nicht stehen bleiben. Was ist das für... Also nur ein Punkt, den kann man zwar zeichnen, dann ist es auf einer Karte eine Repräsentation eines Raumes. Ich kann Lokalitäten zeichnen, dann sind sie fixiert. Aber in der Lebenswelt sind sie nie stabil, weil sie sich ständig ändern als solche und weil ich als Mensch auch nie auf einem Fleck bleiben kann, sondern immer weggehen muss zu einem anderen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wenn man
Wir machen das auch in Erfurt. Wir haben eine Forschergruppe, die nennt sich Raumzeitgruppe. Erfurter Raumzeitforschung, weil wir gesagt haben, wenn wir von der anthropologischen, von der menschlichen oder sozialen Seite her kommen, dann sieht man, dass man immer beide Komponenten zusammen betrachten muss. Und das sollte auch die Wissenschaft tun. Und wenn sie es nicht tut, dann kann sie auch zu eben zu schnellen Verabsolutierungen führen, die in der Vergangenheit auch schon politisch missbraucht worden sind. Und das sollte man immer mit bedenken dabei. Mhm.